Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns zusammen den neuen Philips Kaffeevollautomaten der Serie 3100 an. Genau genommen heißt der HD883401. Wie ihr sehen könnt, ist das ein Riesenkarton. Darum werde ich den erstmal alleine auspacken und euch dann die einzelnen Teile, die enthalten sind, vorstellen. Also bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe kräftig ausgepackt und ta-ta-ta-ta, da ist der schöne Kaffeevollautomat. Wie man sehen kann, hat er eine sehr kompakte Form, also ist ziemlich schmal gehalten. Wir haben hier eine Abmessung von 21 cm in der Breite. Die Tiefe ist 33 cm und er ist 42 cm hoch. Also sollte eigentlich überall in die Küche reinpassen. Der ist auf jeden Fall um einiges kleiner wie mein bisheriger Kaffeevollautomat. Der ist von Siemens, der bisherige. Und jetzt wollte ich den mal von Philips ausprobieren und habe mir gedacht, das wäre eigentlich genau der richtige. Der hat nämlich zusätzlich zur ganz normalen Cappuccino, zur ganz normalen Espresso-Funktion hat er diesen tollen Milchbehälter gleich mit dabei, so dass man da nicht ständig immer mit der Milchtüte rumrennen muss. Das macht schon mal sehr viel Sinn. Was ist noch alles mit dabei gewesen? Erstmal ein riesen Stapel an Bedienungsanleitungen, also sehr viel Papier. Wir brauchen ja nur diese in Deutsch, die andere ist in den anderen Sprachen. Dann ist noch weiter dabei gewesen Garantiebeleg, auch in verschiedenen Sprachen, den sollte man also auch gut aufbewahren. Dann haben wir hier noch verschiedene Aufkleber, die man aufbringen kann, auch verschiedene Sprachen mit der Hotline-Rufnummer. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht unbedingt. Dann war dabei so ein Messbecher, mit dem kann man dann hier auch Pulverkaffee einfüllen. Ist auch ganz, Moment, ich stelle es mal ein bisschen hoch. Hier kann man Pulverkaffee einfüllen, ist auch ganz nützliche Sache. Und zudem hat er hinten so einen kleinen, wie soll ich sagen, so eine kleine Nut drin. Da lässt sich dann hier oben das Mahlwerk auch noch verstellen. In verschiedenen Stufen, je nach Geschmack, wie man das gerne hätte. Dann war noch hier so eine Tube dabei, das ist so ein Schmiermittel für die Brüheinheit. Sollte man hin und wieder mal drauf geben, besonders nach dem Reinigen. Dann haben wir hier einen Teststreifen zur Ermittlung von der Wasserhärte. Das kann man anscheinend auch noch im Gerät einstellen dann, was wir für eine Wasserhärte haben. Das waren die Sachen. Dann haben wir noch hier ein Netzkabel, circa einen Meter lang müsste das sein. Das wird dann hinten im Gerät eingesteckt. Jo, also von der Länge her sollte das auch auf jeden Fall ausreichen, denke ich mal. Also jetzt kommen wir ein bisschen zum Gerät. Hier lässt sich das vordere Teil hier Höhen verstellen, sodass man hier für unterschiedliche Tassenhöhen eben das einstellen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine große Tasse hat, zum Beispiel für so Latte, dann haben wir das natürlich hier oben, hat man natürlich so eine kleine Espresso-Tasse oder eine Cappuccino-Tasse, kann man das hier runter einstellen. Dieses Teil hier lässt sich abnehmen und dafür lässt sich dann hier eben diesen Milchbehälter dran machen. So, der rastet dann auch ein. Hier, das können wir dann nach rechts verschieben, sodass das dann direkt die Milch in die Tasse reinlaufen kann. Das ist eine feine Sache. Wenn man es dann nicht braucht, einfach wieder rausnehmen, so nach oben weg und dann ab in den Kühlschrank. Genau, und für heißes Wasser kann man eben diesen Aufsatz dran lassen. Dann haben wir hier noch so eine Abtropfschale, da ist noch sogar eine Folie drauf.
kann man ja mal wegnehmen. Die wird natürlich nur am Anfang so schön aussehen, so schön glänzend. Das ist erfahrungsgemäß das erste Teil, das zerkratzt und verschleißt. Aber das ist ja auch so bei so einem Gerät ganz normal. Dann lässt sich hier der Auffangbehälter, lässt sich da rausnehmen. Und hier ist dann eben, kommen die Kaffeepads rein. Ich glaube, da gehen bis zu 15 Pads gehen da rein. Und hier ist dann das Restwasser, der Auffangbehälter vom Restwasser, den man dann entleeren kann. Wenn das dann, das muss man dann auf jeden Fall draußen lassen, wenn man dann seitlich an die Brühgruppe ran will zum Entnehmen. Die lässt sich dann nämlich entnehmen und lässt sich auch wieder säubern. Aber das machen wir im separaten Video. Da erklären wir dann, wie man das rausnimmt. So, das schieben wir wieder rein. Dieser rote Pinöppel hier, sieht man das in der Kamera? Moment, ich gehe mal da runter. Da ist so ein roter Pinöppel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Der kommt natürlich hoch, sobald hier mehr Wasser drin ist, signalisiert der, da muss man das Wasser ausleeren eben. So, dann haben wir hier oben auf der linken Seite, da ist, Moment, füllen wir mal hier oben, dieser Behälter hier ist für das Frischwasser. Den kann man hier so nach oben entnehmen, zack, und da kommt dann das Frischwasser rein, gehen bis zu 1,8 Liter gehen da rein und hat ein bisschen eine andere Bauform, wie ich das sonst so gewohnt bin von so Kaffeevollautomaten. Aber, und was man auch noch erwähnen muss, ist, dass der eben komplett nach oben entnommen werden kann. Darum muss ich wahrscheinlich meinen Standort anders wählen, weil ich habe nämlich oben ziemlich tief, so wie hier, ziemlich tief hängende Schränke und dann kann ich das nämlich nicht mehr so entnehmen. Also das sollte nach oben hin, sollte da genügend Platz sein. Auf der rechten Seite ist dann eben das Fach für die Kaffeebohnen. Da gehen 250 Gramm Kaffeebohnen rein, die dann eben durch das Keramikmalwerk gemahlen werden. Jo, das ist eigentlich so der erste Blick. Was haben wir denn noch so für Besonderheiten an der Maschine? Wir haben hier verschiedene Wahltasten für Espresso, Espresso Lungo, Cappuccino. Also die lassen sich alle mit einem Klick anwählen. Hier diese Spezialtaste, die ist dann für zum Beispiel, um Milch aufzuschäumen. Diese Aroma Strength Taste ist dazu da, dass man eben einen stärkeren Kaffee einstellen kann. Und hier haben wir eine Menü-Taste eben, um sich um verschiedene Sachen eben einzustellen. Hier haben wir dann noch ein Display, da werden dann die ganzen Sachen eben dargestellt und man kann sie dann eben mit den Tasten hier auswählen. Ist also kein Touch-Display. Jo, ansonsten gefällt mir die Maschine eigentlich vom ersten Eindruck her sehr gut, muss ich sagen. Macht einen hochwertigen Eindruck, ist jetzt vom Preislichen her, ich glaube, ich habe heute geschaut bei Amazon, liegt sie bei unter 400 Euro, ist also relativ günstig momentan zu kriegen. Und wie gesagt, sollte auf jeden Fall auch einen guten Kaffee hinbekommen. Ich bin da schon gespannt, wie dann der Cappuccino schmeckt. Mit nur einem Tastenklick einen Cappuccino zu machen, das macht natürlich am meisten Spaß. Ja gut, das war so das erste Unboxing. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was näher bringen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, wenn wir dann die Maschine starten und dann mal verschiedene Cappuccino, Espresso zubereiten, damit man mal sieht, wie die dann live funktioniert. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.